Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ich habe endlich die Information für euch, auf die meisten von euch schon sehnsüchtig warten. Wann startet Season 1 mit Battle Pass? Und zwar ist es morgen tatsächlich am 19. März um 18 Uhr endlich soweit. Das hat Respawn Entertainment heute auf Twitter höchstpersönlich gepostet. Also das ist nicht irgendein Leak oder nur irgendeine Vermutung, es ist tatsächlich von Respawn Entertainment bestätigt worden. Was ist alles dabei? Also wie gesagt, Season 1 heißt das wilde Grenzland, das mal by the way. Der Battle Pass kommt in zwei verschiedenen Preiskategorien, allerdings ist es egal, welche man kauft, man bekommt trotzdem dieselben Inhalte. Der Octane kommt als neue Legende, das hatte ich ja auch schon mal in einem Video erwähnt, was leider noch nicht bekannt ist, das wurde halt in dem Post nicht geschrieben, ob es nun schon neue Waffen geben wird. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, was eventuell es kommt, wie die Elster zum Beispiel aus Titanfall 2. Das wurde wie gesagt nicht bestätigt. So, kommen wir mal kurz zu den Unterschieden zwischen dem günstigen für 9,50 Euro Battle Pass und dem wahrscheinlich der teurere kostet um die 28 Euro. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Battle Passen ist eigentlich nur der Preis. Der teurere kostet halt 28 Euro und man schaltet dadurch nur, oder was heißt nur, man kommt dadurch um 25 Level höher, Stufenaufstieg, schaltet natürlich den ganzen Stuff, den man bis dahin freischalten würde, mit einmal frei. Und kauft man halt den Standard, dann fängt man halt von Null in Anführungszeichen an. Für die Leute, die nicht wissen, wozu der Battle Pass überhaupt da ist, ich gehe davon aus, dass die meisten wissen, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Man schaltet bis zu 100 Skins, Gimmicks, Items, irgendwelchen Stuff frei. Das würde man ohne Battle Pass halt nicht freischalten. Man merkt ja, ab Level 20 ungefähr bekommt man nicht jedes Mal mehr ein Apex Pack dazu und das ändert sich mit dem Battle Pass, wie gesagt. Für die Leute übrigens, die den Battle Pass nicht kaufen möchten, bekommt man trotzdem ein legendäres Skin, der sich Wildes Grenzland nennt. Ob das jetzt für einen Charakter ist, konnte man leider nicht rauslesen. Dann gibt es noch 5 Apex Packs kostenlos und man bekommt 18 Wilde Grenzland Tracker. So nennt sich das zumindest laut Text. Ich gehe mal davon aus, dass das so eine Tracker sind, die so charakterspezifisch sagen, wie viele Kills hast du gemacht, wie viele Kopfschüsse und. Das ist zumindest jetzt meine Vermutung. Für die Leute, die den Battle Pass kaufen, gibt es noch 3 weitere legendäre Skins. Einmal für Lifeline, einmal für Wraith und einmal für Mirage. Wie die heißen, ist für das Video jetzt völlig uninteressant. Das war es eigentlich soweit von allem, was bis jetzt feststeht. Ich versuche morgen um 18 Uhr auf jeden Fall schon live online zu sein. Das kann ich leider aber nicht versprechen. Also ich möchte morgen einen Livestream machen über Season 1. Sollte ich das morgen allerdings nicht schaffen, auch wenn ich das sehr hoffe, kommt definitiv noch ein einzelnes Video über Season 1. Das war's an Informationen, die ich bis jetzt für euch habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmontag, schönen Abend. Ich hoffe, euch haben die Informationen übrigens gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns morgen sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.